weil ich eben nicht mit den Gästen rede. Ja. Wahrscheinlich. Warten, klappen, greife ich kurz. Dankeschön. Perfekt. Und ich habe gesagt, der Raum ist ab 15.45 Uhr offen. Man kann sich immer das wünschen, aber... Okay, Arthur, sprichst du nochmal bitte auch irgendwas? Ja, ich rede noch einmal. Bekreuzigung. Zeit, gell? Diese Bekreuzigung. Ja. Ach, naja. Aber mach sie bitte nach orthodoxem Ritus. Arthur, ich mache sie nach dem atheistischen Ritus. Was meinst du, Papi? Meinst du, es geht irgendwann hier auch los? Das ist ja furchtbar, was das alles... No, wirst schon sehen, es wird schon noch werden. Das ist deutsche Technik. Okay. Achtung, mach doch mal Gong. Also, er merkt doch immer wieder, immer diese katholische Nähe dann, ne? So bei den Glocken da. Wir hoffen, dass es ein toller Nachmittag wird. Also wir hoffen, dass jeder schon zu Hause mit einem Glas... Und wir hoffen, dass... Ja, genau, ein bisschen so durcheinander. Nein, ich weiß nicht. Also, das klingt furchtbar. Okay, jetzt bräuchte ich bitte eine Sprechprobe von den Leuten, die da hinten sitzen. Da genau, ist der also Gerd Ivona. Und Ivona. Mhm. Einfach mal. Ivona, du darfst hinten bleiben? Ja. Danke. Ich vermute, dass du die ruhigere Stimme hast. Das wird sie nie genau sprechen können, den Obersten. Das ist halt so ein bayerischer. Kann ich was mithelfen? Reine rhetorische Frage. Geht's jetzt endlich los? Sei nicht so ungeduldig. Du weißt, das ist eine komplizierte Situation. Da sieht man sogar jetzt, wie sich die Menschen hier filmen und Mühe geben, damit eine gelungene Veranstaltung aus dem Ganzen wird. Naja, aber es ist langweilig hier. Nein, das siehst du nicht, weil das habe ich jetzt gemerkt, wo ich an diesem meine Deutschen, der Weg zu meinem Deutschen teilgenommen habe. Da hinten, da sitzt so einer mit einer Maske, sogar zwei Masken. Ich weiß nicht, was der eigentlich auch hier soll. Der schaut dauernd in sein Bickel hinein. Ich weiß nicht. Und wir hoffen vor allem, dass noch keiner zuhört bei der ganzen Geschichte. Genau, ich sag dann, wenn du sprechen kannst. Er spielt Akku. Oder ich könnte mal sagen, dass ich jetzt viel aufgedacht habe. Okay.